So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, ja eben, also Folge von Let's Test Minecraft 2 Server oder so. Frage ist, ob arbeite ich mit dir oder mit der Kamera? Ja, das war falsch. Mein rechter Bildschirm flimmert, by the way. Also auf der Kamera, nicht im echten. Ich sag mal, wir spielen das mal mit der. Ist wahrscheinlich bei meinen Klonen sinnvoller. Ich kann ja mal gucken, wie ich das früher gemacht habe. Wir haben das früher gemacht. Früher habe ich bei meinem Klon. Ich habe immer in der Mitte gearbeitet. Oh. Nee, habe ich nicht. Ah, gut. Ne, habe ich nicht. Also ich immer rechts. Okay, gut. Dann mein Test. Ach, OBS findet das schon wieder nicht. Ist doch Kacke. Mal kurz, wenn ich jetzt Login mache. Findet das dann? Ah, wow. Okay. Das heißt, ihr seht zwar, warum, wenn ich jetzt wieder ins Hauptmenü gehe, dann findet er es wieder. Aber wenn ich das Spiel starte, findet ihr es nicht. Ist doch total bekloppt. Ja, macht denn sowas hier? So, weitere Aktion, Vollbild. Dankeschön. So, wir sind auf der Suche nach Zombies. Also, nach einem Zombie-Spawner. Also hier so ein Dungeon zum Beispiel. Wo halt so rumlaufenderweise gibt es natürlich keine Zombies. Erstens ist Tag. Zweitens funktioniert das Spawning nicht. Das heißt, wir werden mal auf der Suche nach schönen Spawnern machen. Da hinten ist zum Beispiel ein Dungeon. Also, was haben wir eigentlich alles aktuell dabei? Wir haben eigentlich nicht wirklich bei, um uns hochzubauen. Wir sollten eigentlich irgendwo mal ein bisschen Erde mitnehmen. Kommen wir da so hoch? Also geht so. Zumindest ist da Erde. Können wir gleich die Erde wegklatschen. Und dann benutzen, um da hochzukommen. Fackeln haben wir auch keine. Wow. Ronny, du bist ja richtig vorbereitet hier. Dankeschön. Denn es dürfte da oben ganz schön dunkel werden. Warum sehe ich eigentlich so aus, wie ich aussehe? Ich finde es aber witzig, dass es immer ein zufällig generierten gibt und dann immer noch die alten Charaktere, ne, so sahen die ja früher aus, bevor diese ganzen Skin-Dinger dazu kamen, dass man auch die alten beiden benutzen kann. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das hier. Bin ich ein Kerl. Kann man auch zufällig was generieren lassen? Wenn ich jetzt sage, hier Template. Ah, okay. Es gibt also auch hier Templates. Da hätten ja gleich die hier, die auch noch mit hinzufügen können, weil das sind ja auch bloß Templates, ne? Ah, okay, nee, ich glaube, ich verstehe, was das denn ist. Das hier sind die Templates von dem Customizable-Kack-Dings. Und das hier ist das Einzige, was Customizable ist. Deswegen ist hier auch dieses Ding. Und um hier welche hinzuzufügen, könnte man externe Skins importieren. Es gibt ja diese irgendwie More Skins Mod und diese, keine Ahnung was. Also es gibt ja diverse Skin Mods. Und die werden dann hier angezeigt. Und das sind die Templates für die selbst erstellbaren. Deswegen ist das hier so komisch eingeteilt. Okay. So, wir wollen da hoch. Hochzukommen ist echt schwer. Na, vor allem kommen wir da oben niemals hin. Also nehmen wir mal hier wirklich ein bisschen Erde mit. Ah, ich höre schon die erste Zombie. Und man hört doch die Schritte.
Das ist halt das Schöne, dass die Spawners zumindest funktionieren. Das heißt, ich könnte das Ganze sogar sehr einfach machen, indem ich... Oh, guck mal. Ach nee, es ist ein Skelett-Spawner. Scheiße. Aber das heißt mindestens, dass ich später bei dem richtigen Server irgendwo am Spawn einen Schafspawner hinstellen kann. Und man dann darüber einfach Schafe spawnt. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Muss ich im Hinterkopf behalten. Wenn ich denn die richtigen Server online habe und dann am Spawn gearbeitet wird. Warum schießen die eigentlich nicht auf mich? Machen wir hier ein bisschen Licht hin. Fuck my life. Oh doch, er schießt. Aber der da oben schießt nicht. Obwohl er freies Schussfeld hat, ja? Was ein Noob. Mist. Ich bin zu sehr im Sicht, in der Schussbahn von dem da unten. Das heißt, wir wollen uns erstmal irgendwo günstig. Wow, das war super intelligent. Wir wollen uns erstmal günstig ein bisschen rein. Die Frage ist, wo geht das Ding hin? Ist er das schon? Ah, ich glaube, das hier ist er schon. Ja, das ist er schon. Okay. So. Ja, aber gut, die bringen uns ja gar nichts. Wir wollen ja Zombies haben. Keine Skelette. Aber wir können zumindest mal gucken, was in die Kisten drin ist. Okay. Ja. Let's go. Also, dann gucken wir mal noch, was in der anderen drin ist. Hey. Hey. Melone haben wir ja schon. Kohle. Verzaubertes Buch. Qual 1. Okay. Was auch immer das macht. Keine Ahnung. Also lass mich jetzt liegen. Brauchst keine Sau. Und weißt du was? Hey, ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Wow. Ups. Funktioniert der Spawner jetzt noch? Ach, egal, komm. Fuck off. Weg. So. Mindestens einer dürfte hinter uns her sein. Ah ne, für alle dürfte der uns her sein, weil die können ja alle da vorne rausspringen. Okay, der brennt schon. So, das heißt, mit dem war es schon mal nicht. Wir suchen also direkt gleich mal den nächsten. Und nehmen wir gleich mal ein bisschen Kohle mit. Wobei, Kohle haben wir eigentlich, oder? Wir bräuchten höchstens mal Eisen. Weil davon haben wir, glaube ich, noch nicht so viel. So. Und by the way, mal was essen. Ansonsten sieht es hier bald mit unseren Herzen recht mau aus. Überall diese Kackdinger. Kommst du nirgendwo hoch hier? Warte los. So. So, ist hier ein Spawner? Hallo, Spawner. Oh, da oben ist natürlich Wolken, sieht man gar nichts. Hä? Okay. Da gerade die Wolken bleiben stehen, aber die kommen aus der Richtung, von daher. Ja. Dammit. Wir brauchen mehr Dungeons. Wir brauchen auf jeden Fall einen mit Zombies. Wir gehen dann mal den Berg hoch und versuchen mal über die Wolkenebene zu gehen. Was ja nicht so schwer ist, so tief wie die Wolken hier sind.
So, sehen wir von hier aus was? Nö. Gut, dann wie kommt man da günstigst noch auf? Oh, guck mal, hier ist eine schöne Front. Aber keine Dungeons zu sehen. Dieser Perk, der ist so komisch scheiß steil. Da gehe ich steil direkt. Ne, hier kommen wir nicht drauf. Dann also die Seite probieren. Ich glaube, es kommen wir nirgendwo drauf. Also müssen wir uns aufbauen. Jetzt ist er vollkommen über der Wolkenebene. Aber ich erkenne auch von hier erstmal nichts Dungeon-mäßiges. Normalerweise gibt es immer voll viele Dungeons. Was ist denn los hier? Ich glaube, da unten ist einer, oder? Nee. Okay. Das heißt, bei den Felsen hier gibt es schon mal keine Dungeons. Das ist schon mal sehr schade. Autsch. Ja, Geronimo. Oh, ich glaube, es könnte ein bisschen hart werden. Zum Glück gibt es in meinem Klon ja keinen Fall-Damage in Wasser. Okay, scheiß auf alles. Wir kraften uns ein Boot und schwimmen einfach mal hier den Fluss lang. Und dann schauen wir mal, wo wir da ankommen. So, wir haben keine Workbench dabei. Schade eigentlich. Dann bauen wir uns mal schnell eine. Und ein schönes Boot. Ich glaube, das wir hatten schon eins, aber das ist bei uns direkt da bei unserer Niederlassung. In Kopenhagen. Hat was Weißes geblitzt. Was war das? Ich meine, es ist auf jeden Fall kein Dungeon, das ist schon mal klar, aber ja, cool, komm. Raus hier. Dieser Ort kotzt mich an. So. Da ist unser Haus irgendwo. Da müssen wir lang, wenn wir wieder nach Hause wollen. Müssen wir so ein bisschen mit der Kopf behalten, damit wir uns nicht komplett verirren. Wobei, jetzt gehen wir mitten aufs freie Gelände. Wir werden uns also hart verirren. Keine Dungeons weit und breit zu sehen. Das ist sehr deprimierend. Und hört das auch schon auf. Scheiße, jemand dann. So, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Vorrat mit. Falls die Tour doch mit länger wird. Wenn die Pilze hier schon mal so bereitwillig rumliegen. Aua, 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 aua. Dann werden wir die gleich mal hier alle einsacken. Können wir uns ein paar Pilzpfannen unterwegs machen. Deutsche Sprache und so. Digga, ich komme nicht mehr auf diese Kackdinger hier rauf, weil überall diese Kackbäume sind. Ah. Spring für Anfänger. Guck mal, da oben ist wieder so ein hoher Berg. Was ist das denn für ein Berg? Sag mal. Das ist ein Messer. Ist kein Berg, das ist ein fucking Schwert. So, haben wir hier irgendwas? Nö. Doink. Oh, diese Bäume. Alter. Dieser Berg ist schärfer als seine Freundin. So.
Wir müssen aber irgendwie rauf. Ne? Scharfe Berge werden bestiegen oder so. Jetzt muss man das kurz gucken, wie am günstigsten. Hier sieht es schon mal vielversprechend aus. Hier liegt wieder ein Baum. Das ist relativ neu, ne? Dass hier überall so eine Baumstämme rumliegen mit Pilzen drauf. Ist sehr geil. Hat man eine schöne direkte Nahrungsquelle. Außer man startet wieder in der Wüste oder im Meer, wie es ja bei 95% aller MyTest neuen Welten Startvorgängen ist. Komm ich hier rauf? Komm ich hier rauf? Komm ich hier rauf? Nicht wirklich. Ja. Ups, das war jetzt. Ach, scheiße, jemand dann. Danke. So. Mal gucken, wo es hier reingeht. Hallo? Ich bin's, die Ronny. Okay, da geht's auf der anderen Seite wieder raus. Schon mal gut zu wissen. Und hier geht's aber auch nicht weiter. Okay. Wir haben unser Boot nicht zufällig mitgenommen, ne? Egal. Jetzt bloß ein bisschen Holz. Was ist mit diesem Map-Channel in letzter Zeit los? Hier sind überall Bäume, wo der allerunterste Block, der fehlt immer. Also, meistens, manchmal. Auffällig häufig, sagen wir mal so. Genau, von hinten kamen wir, da vorne ist diese Schneide, glaube. Aber hier sind nirgendwo auch nur irgendwelche Dungeons zu sehen. Da gibt's doch ja nicht. Vor allem los mit diesen Dungeons. Früher gab's auch so viele davon. Keine Chance. Zufällig Eisen für oder so finden wir auch nicht dabei, ne? Oh, das Eisen. Die Frage ist, kommen wir da irgendwie günstig ran? Ungefähr so. Okay. Oh.
Okay. Der ist auch relativ blöd, dass jetzt hier immer so Sachen hell sind. Ich dachte, hier ist ein Minenschacht, aber nee, das Ding ist einfach nur so hell. Ohne erkenntlichen Grund. Schon viel Eisen hier. So, was ist das denn da vorne? Das sieht ja mal. Wow. Wow. What the fuck? Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Hurra, hurra. Die Schule brennt. Okay, hier habe ich einmal Eisen gefunden. Das ist jetzt nicht so viel. Aber hey. Achso. Das klingt ja wie Glas. Block of. Kann man da irgendwas machen? Und. Nö. Man kann das zwar abbauen, aber sonst kann man damit nichts machen. Tinted Glass, okay. Aber sonst scheinbar nicht, ne? Scheint es nur die beiden Sachen zu geben. Das ist ja schade. Die Frage ist dann, kann man daraus diese kleinen Fragmente. Nee. Das heißt, wir brauchen diese kleinen Fragmente. Ach so, lass mich raten. Die kleinen Fragmente bekommt man durch diese kleinen Dinger hier, ne? Wachsen die? Der Ding ist doch gerade größer geworden, oder? Ja, die wachsen. Wow, das Scheißding lebt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Lass mal erstmal hier so einen Block hinbauen, damit ich hier raufkomme. Cool. Wer hat denn da bitte gesoffen? Nee, da bekommt man gar nichts. Wie bekomme ich denn diese Kristalle? Ah, okay, die müssen ausgewachsen sein. Ah, okay, verstehe. Jetzt haben wir hier so eine Kristalle, so eine Fragmente, Kristalle. Und mit denen kann ich jetzt dieses Glas machen. Okay, würde mich natürlich schon mal interessieren, was der. Wow! Enderkristall. Entzündbar durch einen Schlag oder durch einen Treffer mit einem Pfeil. Wow! Explosionsradius 6. TNT hat, glaube ich, nur 3, ne? Okay. Ja, eben. Mich würde mal interessieren, was der Unterschied zwischen dem Glas hier ist und zwischen dem Glas. Kann man denn hier trotzdem durchgucken? Weil das sieht aus wie ein ganz schön solider Block. Ah. Klammern wir mal von den Dingern ein paar. Oh, eine schöne Axt ist weg. Dann bauen wir uns mal ganz schnell eine neue Axt. Wir haben jetzt zum Glück, oder, naja, zum Glück ein bisschen Eisen mitgenommen. Was auch ein bisschen fahrlässig ist, weil so wie es aussieht, haben wir unser gesamtes Eisen mitgenommen. Das heißt, wenn wir sterben sollten unterwegs, ist das Eisen weg. Ich mache mal alles. Danke. So.
Okay. Wo ist unser Schwert? Ah, nee, da. So, okay. So, das heißt, ich nehme mal auch ein paar Blöcke mit für den Fall, dass wir irgendwas gebrauchen können. Aber vor allem diese kleinen Fragmente hier nehme ich mal mit. Ich weiß zwar nicht, was wir aus Glas bauen sollten, aber. Alter, allein diese Geräusche, die man. Das ist ja. So, ne, wenn du hier eine Erzmenge davon abbaust, kann ich es genauso wie das, wenn du gerade hier Glas in den, also hoffenweise Flaschen direkt hintereinander in so einen Glascontainer wirfst. Macht ungefähr die gleichen Geräusche. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 30 davon, 18 davon, reicht das mal. Ich weiß nicht, wie selten das Ding hier ist. Vielleicht ist das super selten und ich habe es gerade durch Zufall gefunden. Oder das Ding kommt relativ häufig vor und, wie gesagt, ich kenne es halt noch überhaupt gar nicht. Von daher, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Hier haben wir keine Diamanten, kein nichts, kein gar nichts, was natürlich sehr schade ist. So, und hier haben wir denn ein bisschen Eisen. Das ist schon direkt auf Lava-Niveau. Ja, nö. Hier gibt es nichts, wofür es sich lohnt, mit der Lava zu fighten. Von daher schnell wieder raus. Das könnte man mitnehmen. Wobei, das ist nur ein Block hoch. Ach komm, kein Bock. Weg. Tschüss, Feierabend. Das hier lohnt sich schon eher. Ich habe gleich drei Stück und keine Lava in der Nähe. Und es waren sogar fünf. Das ist auch eine einzige Fackel. Wo sind unsere Fackeln hin? Sag mal. Oh, okay, eine ist hier noch. Unseren Tisch haben wir den mitgenommen. Ja. Das war. Okay. So, da unten war auch Lava. Von da oben paar kamen wir, ne? Der hinten ist aber auch hell. Alter, hier ist überall Lava. Wäre es schon so tief, dass wir wirklich auf Lava-Niveau sind? Na, da oben kommen wir nicht ran. Oha. Oh, Lapis Lazuli, wie es scheiße warum? Ich ja. In sämtlichen größeren Räumen ist es immer hell, weil irgendwie der Map-Gen irgendwie davon ausgeht, dass hier Sonne reinkommt. Warum ist er so kaputt in letzter Zeit? Ich meine, ja, schön, man sieht dadurch mehr, aber irgendwie seltsam ist er schon. Dann kommen wir nicht hin, ne? Ne. So ein bisschen Gold kann nicht schaden, ne? Kann man ja in Mineclone kann man Gold dafür bestimmte Sachen verwenden, oder? Ne, kommen wir nicht mehr hin. Und selbst wenn wir hinkommen, kommen wir nicht mehr zurück. Zumindest ist es nicht so einfach, dass es sich jetzt lohnt. Gut, dann gehen wir mal noch da hinten hin. Hier scheint ja auch die Sonne aus dem Arsch. Vor allen Dingen eben, man wusste früher, wenn es irgendwo sehr hell ist, dass da irgendwo ein Ausgang ist. Jetzt ist es aber nichts bedeutend. Ja, ein bisschen Redstone. Kein Ausgang. Ist nur schon wieder so hoch, dass der Map-Gen denkt, da kommt die Sonne rein. Ich glaube, die Map-Gen scheint jetzt auch noch so einen Arsch. Das scheint eine solide Erklärung für alles zu sein. Alter, hier unten die Gänge, die sieht voll geil aus, dass sie überall dieses Lava ist, ne? Ist ja. Wow.
Ich höre Schritte. Hier ist ein Dungeon in der Nähe. Das ist ein Vorteil und aber auch ein Nachteil. Weil jetzt hier irgendwo ein Monster spawnt und uns in Lava kickt. Also hier nicht irgendwo, sondern im Dungeon, ob dann zu uns läuft. Das heißt, wir gucken mal in der nächsten Folge, ob wir herausfinden können, wo dieser Dungeon ist. Oh, guck mal, wie viel Eisen da oben ist. In der nächsten Folge. Jutchen. Na dann, bis dann.